Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Get Rich oder nicht. Der Daniel hinter der Kamera lacht schon, weil heute ist es nicht seine Schuld, wenn es schief geht. Ja, wir haben heute Locana. Und dafür nehme ich mir natürlich den Locana-Experten schlechthin. Der ist gerade am Telefon, deswegen erzähle ich jetzt einfach ein bisschen weiter, bis er aufhört zu telefonieren. Falls das jetzt noch 18 Minuten geht, ne, ihr seht es, falls Video 4 Stunden lang ist, tut mir leid. Da war jemand am Telefon, der unbedingt mit ihm quatschen wollte. 140 Euro, es geht uns schlecht, wir brauchen einen Win. Es ging jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr oft nach unten. Deswegen hoffe ich, dass wir heute... Bring mir wenigstens das Display! Deswegen hoffe ich, dass wir heute wenigstens mal Plus machen. Und zwar, richtig, ich gehe mal hin, den Tego zeigt so. Mit dem neuen Set von Locana. Ja. Die Ursula. Ich wollte sagen, die Cordula. Die Cordula grün ist es nicht. Es ist Ursulas Rückkehr. Ich weiß ja, von wo sie kommt. Vielleicht vom Milch holen. Vielleicht war sie nur Kippen holen, keine Ahnung. Aber Ursula ist wieder da. Und die machen wir heute auf. Und da steht auch schon der Preis. 129, das heißt, wir starten mit einem Restbetrag von 11 Euro. Alter, wenn wir nichts ziehen, ist rum, ne? Aber damit meine ich nicht das Getränk. Ist einfach rum. Ohne Coke. Nicht Rum und Coke, rum. Drumherum. Drumherum ist rum. Kein Geld mehr. Dann ist auch Rumpeldibum. Rumpeldibum, ich habe kein Geld mehr. Mhm. Muss ich wieder betteln gehen. Schwierige Zeiten. Wir sehen uns im Studio. Mein rechter Platz ist frei. Ich digitiere den Aaron herbei. Bis gleich. Hallo! Hallo. 14 Jahre war ich nicht mehr in dem Studio drin. Ich war sogar gewachsen. Bevor war ich Kind. 14 Jahre. Auf einmal Erwachsener. Ja. Was steht hier drauf? Bitte kein Bruch. Ja? Es gibt auch bitte ein Bit, aber heute bitte kein Bruch. Es ist jetzt genug. Jemand kann es ja gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Folgen in Folge wir Minus gemacht haben. Wahrscheinlich genauso viel oder mehr, wie wir Plus gemacht haben vorher am echt, Stück. Es lief geht so nur gut. Eine Richtung. Immer einmal so und dann wieder so. Wir hoffen, dass es auf jeden Fall heute in die andere Richtung geht. Was in diesem Display drin ist und mehr. Seht ihr nach dem Intro. Was gleich. Das war gerade das Stitch. Was gleich. The Gollum. Bitte kein Bruch. Draften wir oder machen wir einfach so ein bisschen wild? Okay, Aaron ist in seinem Element. Er hat ein Messer in der Hand. Ich darf das nicht zerschneiden, weil sonst ist der Good Fortune. Wenn hier jetzt eine Enchanted drin ist, verlosen wir dieses Bitte kein Bruch. Signiert von mir und ach man. Nee, also eine Enchanted wäre sehr geil, aber es können auch andere richtig coole Karten drin sein. Mitte halbe. Okay, ich nehme oben, weil oben ist die Ariel und rote Haare sind schön. In diesem Sinne, das Display werfe ich diesmal nicht einfach weg, wegen Karma. Ich überlasse dir das erste Pack, First Pack Magic. Wenn jetzt da drin die Enchanted ist, schrei ich. Weißt du denn überhaupt, was wir ziehen wollen oder was da drin ist? Ja, ich weiß auf jeden Fall, du hast mir gesagt Vogel, Diablo. Diablo. Von wo ist der? El Diablo. Ist der auch von Encanto? Nee, Malefiz. Echt? Der Vogel von der Malefiz. Der heißt Diablo? Ja. Schon ein cooler Name eigentlich. Besen. Besen. Der verbotene Tintenformer. Hans. Zimmer. Prinz Eric. Pikachu. Chien Po. Mac. Donald Duck. Fabius. Peppa Madrigal. Peter Pan. Und eine Foil Ursel. Boah. Da sah die Ursula ja sogar fresh aus. Das ist die Menschenform Ursula mit Ariels Stimme. Eigentlich ganz fresh. Die auf dem Thron sieht besser aus. So, wir starten mit Pico. Pico de Gallo, sehr lecker. Wer das noch nicht gegessen hat, ne? Der Michael hat heute auch gelernt, woher der ist. Ja, habe ich heute gelernt. Hat er mich heute getiltet damit. Atlantica. Sehr gut. Wollen wir ein bisschen näher anzoomen? Oder? Ja, ich mag es nicht immer so. Hier. So. Wir haben Atlantica. Die Planke. Ist auch geil. Zauberwesen ebenfalls. Marshmallow. Sehr cool. Ich mag das Artwork. Visionplatte. Ja, ich trete es klein. Sisu ist gut, hast du gesagt. Aber das ist die nicht der Legenden-Sisu. Ah, jo. Wir brauchen nur Legenden heute. Das Ariel? Ist die einzige Super Rare, die relevant ist. Die kosten Euro oder so. Was ist das? Oh mein Gott. Ursulas Garten. Geht die auch was? Nee.
Ganz kurz. Wir gucken ja nach, dann lass einfach die Packs hintereinander machen, komplett. Und dann kannst du die Hits, weil die Kids sind ja dann auch automatisch sortiert. So. Das hintere machst du weg und dann immer so einen Stapel. Warum lässt du das Ding dann nicht drin? Was? Weil das ist der Pack drin. Ja. Das ist auch offen. Bell. Aber ja, kann man drin lassen. Das bin Carly. Ich. Eisklotz. Hast du gesehen, das war ich? Augustin. Trainingsgelände. Ein Ariel. Rössler. Lawine. Seeräuberleben. Als König geboren. John Silver. Und ein Tong. Tong, 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 Tong. Also ich bin gespannt. Ting Tong. Naja, die Jokes können wir nicht machen. Das geht nicht mehr. Aber jetzt mal, wer das früher geguckt hat, Little Britain, war schon eine sehr, sehr geile Serie. Aber heutzutage könnt ihr es nicht mehr bringen. Ist halt wirklich so. Mr. Dudley, Ting Tong. Leider bin ich Tong Ting. Bin ich Ting Tong, Ting Tong Ting. Wir haben den Triton, wir haben die Musen. Das ist aber auch ein echt cooles, schönes Artwork. Und A. Ah, erst ist das schon dann die Gold. Ist das dann voll schon direkt? Nein. Nee. Voll ist hinten dran. Ursula? Ist das die gute? Ja, schon, aber das ist nicht Top-End. Ich glaube, ein Zwanni. Und Camillo Madrigal. Aber immerhin, Zwanni, ein Zmambo. Also, wer den Zmambo nicht ehrt, der ist den Kofi auch nicht wert. Wenn es grün ist, dürfen wir nur kein Hades haben. Dann ist schlecht. Also, wenn es grün ist, könnte es der El Diablo sein oder Hades. Hades. Und das ist Top und Bottom. Also, das eine ist Top, das andere ist Bottom. Wir ziehen den. Wenn es Legende ist und grau, ist immer schlecht. Rosenlaterne. Die Schicksalsgöttin. Das Artwork gefällt mir. Pascal ist Mirabel. Die Talsphäre. Die Luisa-Material. Der Pegasus. Die hat aber auch. Der Felix-Material. Große Steintrache. Jasmine. Raja. Und Tuk-Tuk. Oh, der ist süß. Wo ist der denn? Raya. Du hast Raya nicht geguckt. Alter, ich war gehört. Ich irgendwie betrunken, als ich Raya geguckt habe. Zeig ihn gerade nochmal. Das ist das, was sie reitet später. Diese Gürteltier, wo drauf die das so durch die Gegend rollt. Hab ich echt nicht mehr im Kopf, ey. Ist wie so ein Fiebertraum. Okay, ich muss den Film nochmal gucken. Wir haben nochmal einen Zauberbesen. Wir haben einen kleinen Diablo. Wir brauchen einen großen Diablo. Anna wäre auch, wenn wir in der Anna Enchanted ziehen würden, Hercules. Das wäre schon cool. Abschaum, Schwefel, Tod dem Biest, Flynn Rider. Hab ich doch Back-to-Back gehört? Was ist es? Please. Die Königin. Die ist leider Schmutz. Die ist leider gar nicht gut. Also, wie viele Legendaries hat man? 3 bis 7. 3 bis 7? Was ist das denn für eine Anzahl? 3 bis 7. Wir könnten also jetzt noch eine ziehen oder noch 5. Ja. Mit Schwung in die Action. Ausweichen. Aurora. Ursula. Ursula. Schlägerei. Megisgasse. Ariel. Li Shang. Sisu. Hades. Oh. Madame Putin. Der gute Zeus. Und ein Biest in Voll. Nice. Also bei den normalen Foils auch, sagst du, ist nichts dabei, was jetzt wirklich teuer ist. Legende oder wenigstens Super Rare ist, ist es komplett egal. Okay. Was ist denn die beste Karte aus dem Set? Jetzt vielleicht nicht geldtechnisch, aber was würdest du sagen, ist Diablo. Die beste Karte? Also ist er geldtechnisch und spieltechnisch. Deshalb ist der geldtechnisch teuer, weil der spieltechnisch gut ist. Was macht der denn? Bei Lokana gibt es sammeltechnisch nichts außer Enchanted. Was macht der denn? Abschaum. Also erstens ist er wendig, das heißt, er kann nur von wendigen Charakteren angegriffen werden. Und solange er erschöpft ist und der Gegner eine Karte zieht, ziehst du auch eine Karte. Also Draw und er kann halt nur sehr schlecht kaputt gemacht werden. Ja. Das klingt gut. Actually? Und ist ein Vogel. Bei Magic und hätte der fliegen. Er hat theoretisch noch eine Shift-Mechanik, aber die ist irrelevant für die Karte, weil die so schlechter macht im Prinzip. Zauberbesen. Die Schicksalsgöttinnen. Ein Eisklotz. Ich will Baymax als Atlantica. Trainingsgelände. Theben. Antonio-Material. Unterschriebener Vertrag. Tod dem Biest. Le Fou. Ein Raya. Und ein Wuffi in Voll. Der ist auch noch ziemlich gut. Das ist da schön. Da können wir tatsächlich nochmal nachgucken. 2 Euro.
Ihr seht es ja schon eingebildet. Ich finde das immer, das ist immer so spannend, weil bei vielen Kartenspielen weiß man vielleicht nicht genau Bescheid oder kennt die Preise nicht oder hat vorher nicht nachgeguckt. Und dann ist das immer so spannend, im Nachhinein zu schauen, wie teuer etwas ist. Ihr seht es ja immer direkt aufploppen. Aber auch Schallplattenspieler, das ist cool. Habe ich auch einen. Der macht, dass der Stitch besser singt. Das wäre auch eigentlich ein Deck für mich, so ein Stitch-Deck. So ein Musikdeck. Triton. Into. Minimaus. Into. Oh, der Prinz Philipp. Der Philipp. Der kennt ihn nicht. Es ist sehr spannend, immer im Nachhinein zu gucken, wie teuer Sachen sind, aber irgendwie kriege ich langsam Angst. Weil es sind noch. Casa Madrigal. Noch 14 Packs, 10 sind verborgene schon. Verborgene Tintenformel. Anna. Die will ich. Max. Also nee, die große. Ja. Pegasus, das ist die kleinere. Beast. Julietta Madrigal. Magisches Dienstmädchen. Mulan. Isabella Madrigal. Ein Lumiere. Und eine Bellin voll. Schön. Ja, Enchanted. Was ist denn die billigste Enchanted? Was wäre so die schlechteste? Ich glaube, Ariels Grotte. Also Euro. Ist so ein Land dann mehr. Ja, so ein Ort. Ein Ort, Entschuldigung. Dolores Madrigal. Die teuerste ist aktuell, glaube ich, die Ariel. Echt? Mhm. Danach kommt direkt schon Anna. Dann zieh mir Ariel. Also, gibt's von Diablo keine? Doch, aber die ist billig. Warum? Wenn er ich Best weiß es nicht. Oh, wir haben noch eine. Wir haben noch einen Legendary. Was ist es? Nicht mehr ganz so klein. Ja, Ferkel. Oh, ich meine, es ist süß. Ja, ich mag Ferkel. Aber Bro, kannst du nicht ein Diablo sein? Vogel. Fliegen. Wir machen jetzt einfach in dem auch 7 Legenden auf. Hast du wirklich 7 gehabt? Ja, in einem Pack 3 Stück. Und dann sind halt alles on top im Prinzip. Also es ist halt Maximum, was du rausziehen kannst. 2 normale und eine voll. Bell, Thor, Aurora, Prinz Erik, Fasu, Zauberbesen. Ist ja auch ein lustiges Ding. Ursulas List, einfach Triton, Mulan, ein Goofy, eine Mirabelle-Material und ein Chien-Pohn-Feuer. Ich werde langsam nervös. Ich werde wirklich langsam nervös. Was geht, Ferkel? 4-5 Euro vielleicht. Kein Zwambo. Nee. Schwierig. Aber wir belieben bis zum Schluss. Mit der Macht der Freundschaft. Ja? Ach, das war. Den hatte ich als Plüschtier. Aber auch als Kind. Habe ich geliebt. Olaf, auch bester Mann. Max, Mulan. Tritons, Alas. Aladdin, Hercules. Scuttle. Das ist die Scuttle Crab bei League of Legends. Prinz Philipp. Ursula. Und jetzt komm. Jetzt komm. Ach, der Phil. So gucke ich auch am Ende vom Display. Das bin ich. Ich hab meinen Disney-Charakter gefunden. Müssen nur noch ein bisschen kleiner sind. Mit Schwung in die Action. Ausweichen. 5 Packs. Tuk-Tuk. Der ist so süß. Schallplattenspieler. Benja. Fortisphäre. Felix-Material. Tritons Dreizack. Ein Sisu. Ein Prinz Philipp. Ein Bruno-Material. Und ein Trainingsgelände in Folge. So, letzten 5 Packs bei mir, letzten 5 Packs bei. Nee, 4 danach. Also wir haben noch 9 Booster-Packs. Belieben. Wir haben Casa Madrigal. Ich muss den Film mal gucken. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Den Trankbraun, auch cooles Artwork. Wintercamp. Ich find ja tatsächlich die Luisa Madrigal am besten aus dem Film. Stitch. Ich kann halt kein Urteil fällen, weil den Film habe ich noch nicht gesehen. Aber willst du mir. Du musst warten, bis das Lied von der kommt und dann. Willst du mir kurz die Synopsis geben? Worum geht's denn? Kanone der RLS Legacy. Also, das ist. Ohno? Also, die Oma im Prinzip, das Oberhaupt der Familie, die ist mit ihrem, ich glaube, damals Mann geflüchtet. Und der Mann ist aber auf der Flucht gestorben und hat sich in ein Haus verwandelt. Und dann leben die alle und die haben alle quasi Kräfte, weil der so eine Kerze ist. Das klingt wie der krasseste Fiebertraum aller Zeiten. Das ist wild, aber... Der ist gestorben, aber dann war der ein Haus. Luisa Madrigal. Jock. Verwandelte Küchenchef. Stitch. Ist einfach ein Haus Mulan. Geworden. Arges. Also im Prinzip ist er eine Paralleldimension, in der die geschützt sind.
Pech. Ach, die sind gar nicht im echten... Ja, die haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Ursulas Plan. Dang Hu. Unter dem Meer. Und eine Aurora entfällt. Bro. Also langsam werde ich nervös, sag ich, wie es ist. Ich hätte so gerne Enchanted. Das wäre sehr schön. Dass wir wenigstens etwas wert haben. Es kann auch die 50 Euro Enchanted sein. Ist doch egal. Wir machen weiter mit Meerschaum. Dekali. Gründlich prüfen. Pluto. Hercules. Ach Gott. Sag ich. Hienpo. Ja, der Pech. Pull ist drauf auf dem Hercules. Verlassen im Wald. Antonio Madrigal. Sau süß. Dann haben wir diese Familie. Goofy. Und jetzt eine Legendary in Foil. Oder auch nett. Ariel. Machen wir einfach das drei Hitpack auf. Wir haben drei. Ein bisschen müssen wir belieben hier. Dolores Madrigal. Du darfst keine Angst haben, du musst belieben. Ich belief, dass die Synopsis den Drang von dem Film brauen. Sehr krank ist. Pascal. Ursula. Vitali Sphäre. Hienpo. Katakalo. Iduna. Lawine. Die Mauer. Ariel. Und eine Vollmulan. Ja! Da haben wir mal eine Volllegende. Das ist immerhin was. Die geht 10. Nee, die müsste teurer sein. Okay. Ich hab erst gedacht, es ist eine Enchanted, weil die so komisch geschimmert hat, weil du so kurz ruhig geworden bist. Enchanted so. Hat unten ein anderes Symbol. Ja, und die haben ja auch ein anderes Foiling, so deswegen. Aber trotzdem war ich kurz. So. Pico de Gallo ist auch da. Meg. Fali. Daisy Duck. Li Shang, Yao. Der Felsenbezwinger. Ursula. Iduna. Kaiserlicher Bogen. Ich ziehe jetzt auch eine. Ariel. Das ist mir jetzt alles zu viel. Ariel. Und Prinz Erik. Siehst du, was für eine Enchante ich gezogen habe? Guck mal, wie krass. Prinz Erik. Vorletztes Pack beim. Rosenlaterne. Versteckte Grotte. Olaf. Mirabelle. Schlägerei. Fortisphäre. Unterschreib die Rolle. Camillo Madrigal, Li Shang, Ursula Versteck, Cinderella und ein Jack. Warum die Cinderella? Das hätte jetzt auch die Woche sein können, Mann. Aber schon 5 Legendaries. 5? Wir machen Pack auf. Vorletztes Pack bei mir. Ach stimmt, du hast einen Ferkel zwischen. Ich hatte einen Ferkel. Vielleicht geht der ja doch 17 Euro jetzt auf einmal. Wir haben nicht geguckt. Ihr seht es alle schon und lacht euch aus, weil wir gerade irgendwie bei 40 Euro hängen oder so. Zauberwesen. Aber ist egal, weil in den letzten zwei Packs ist ein Diablo drin und noch eine Enchanted. Von unten. Tong. Cogsworth. Julieta Madrigal. Magisches Dienstmädchen. Mulan. Rapunzel. Into. Kleine Neu. Das hat wirklich süß. Und jetzt. Halten euch fest. Boah! Ja, Königin, aber in Voll. Das hätte jetzt auch eine andere sein können. Ne? Zwei. Das hätte jetzt irgendwas sein können. Zwei Legendaries. Ja. Und es sind die schlechtesten. Gefühlt ja. Also der Vollhard ist genauso schlecht noch. Ne, die Mulan ist ziemlich gut sogar. Also. Die Mulan ist ziemlich gut. Arme Seelen in Not. Pegasus. Wintercamp. Erste Hilfe. Raya. Ariel, Hey, Daisy Duck, Sisu, Eisfläche, Aurora und eine Sportisphäre. Last Pack Magic, Enchanted oder Diablo. Ansonsten wird's schwierig mit der nächsten Folge. Also wir sind nicht pleite, aber schon nicht so viel, ne? Es ist halt weniger als vorher. Tick-Tack. Alter, wann hattest du das letzte Mal Tick-Tack? Nee, ich hasse TikTok. TikTok, beste. Nee. Die Orangenen, aber nicht die Pfefferminzdinger. Ich bin ein Bonbon-Kauer, deshalb hasse ich TikTok. Die Planke. Jao, ich will gar nicht weitermachen. Unterschriebener Vertrag. Brunos Rückkehr. Wo ist er denn hingegangen? Der war in der Wand versteckt. Olaf. Nur kein Wort über Bruno. Ist das gut? Das ist eine gute Rare, aber... preislich nett. Hercules so. Into. Boah, Bruder. Der Arges. Dann noch so eine hässliche Karte als letztes. ja, wir zählen zusammen und dann sehen wir uns gleich für den Bruch. In diesem Sinne.
Satz mit X war wohl nix. Ich lass Wir haben trotz überdurchschnittlicher Hitrate halt sau nett, schlecht gezogen. Also die Königin doppelt und das Ferkel, das war halt schon 1, 2, 3, 4, 5, 5 Legendaries. Ja, 5 Stück. Ja, meine lieben Freunde, wir sind bei technisch gesehen 86 Euro. Mit Bulk haben wir aufgerundet auf 90, sind also bei 90 Euro. Ist nicht viel. Sieht sehr schlecht aus. Ich brauche Hilfe. Professionelle. Wenn ihr Tipps habt, wenn ihr sagt, Michael, das siebte Pack in jedem Set von diesem Set ist immer ein Hit hier. Ich glaube an alles. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich glaube an alles, richtig. Ich bin bisschen gebrochen, sage ich ganz ehrlich. Bisschen gebrochen bin ich, weil es jetzt so stark angefangen hat und jetzt gerade so stark nachlässt. Aber 90 Euro haben wir noch. Und ich würde sagen, nächste Folge wird die vorerst letzte sein. Also für die nächste Folge werden wir einfach alles rausballern und hoffen, dass was draus wird. Und wenn es dann wirklich nur bei 20, 30 Euro landet, werden wir in derselben Folge einfach die 20, 30 dann auch wieder verballern und halt gucken, was kommt. Also entweder gehen wir jetzt nochmal hoch oder wir machen die Produktpiloten. Die 47. Staffel von Get Rich startet. Ja, bleibt nicht viel zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die lieben Kommentare. I love you. Wir haben übrigens 6 Legenden. Und wir sind jetzt weiterhin legendär und ziehen hoffentlich beim nächsten Mal ein bisschen mehr. In diesem Sinne. Tschüssi. Tschüssi. Ich bin zählt.